Ricarda Lang. Hat sie ein Wahlvideo gefälscht? Klatscht sie für sich selber? Oder war es ein Klon vom Planeten Melmark? Und ich muss sagen, schwierig. Ist das tatsächlich eine Fälschung, dieses Video? Beziehungsweise an einem gewissen Punkt eine Fälschung? Oder ist es einfach wie üblich grüne Inkompetenz? Oder vielleicht sogar beides, dass man beim Fälschen so inkompetent war, dass es direkt auffällt. Das Video findet sich übrigens auf ihrem Instagram-Kanal. Link dazu in der Videobeschreibung, wer sich das angucken möchte. Und ich musste, glaube ich, 4 oder 5 Mal dieses Video überhaupt angucken, um überhaupt die Stelle zu finden. Ich dachte erst, dass da nicht drin und dass es ein anderes Video ist. Aber nein, es ist tatsächlich das. Also wenn euch das anguckt, guckt genau hin. Es ist wirklich so kurz und knapp drinne. Man kann das tatsächlich übersehen. Als kleine Zeitorientierung, da wo sie über Weinbauern faselt und bevor zu sehen ist, wie sie da durch so einen Weinkeller läuft und links und rechts so Fässer zu sehen sind, davor ist die Stelle. Es ist wirklich schwer zu sehen, wirklich. Wobei das Video sowieso so ultraschnell geschnitten ist, also da kriegt man ja schon fast einen Herzinfarkt. Übrigens, aufmerksam bin ich auf das Video geworden durch den YouTube-Kanal Einfach Politik, die bürgerliche Stimme. Deren Video natürlich auch verlinkt in der Videobeschreibung, wie sich das so gehört. Also falls jemand fragt, na, wo hast du denn die Fakten her, wo sind deine Zahlen her, beleg doch das erstmal, was du hier erzählst. Ja, dafür ist die Videobeschreibung da. Deswegen gibt's die, deswegen mache ich da Links rein. Na, jedenfalls wird sich auf diesem YouTube-Kanal ziemlich darüber aufgeregt, was die Lang sich da erdreistet zu machen. Und ja, man regt sich auch zu Recht auf. Aber es ist halt schon die Frage, hat sie das tatsächlich mit Absicht gemacht? Beziehungsweise, wenn, hat sie es ja nicht selber gemacht, sondern machen lassen. Und ich würde sagen, es ist so ein bisschen auch der Inkompetenz geschuldet. Übrigens war sie da in Würzburg, die Ricarda Lang, und hat da eine Rede geschwungen auf einer Bühne. War noch bei anderen Terminen, bla bla bla. Kann man in dem Video, wenn man sich das angesehen hat, herausfinden. Übrigens, ich glaube, ich muss mich morgen krank schreiben lassen beim Arzt. Ich habe Ricardaritis. Also so oft die Ricarda Lang sich anzugucken. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe schon Migräne oder Ricardarene oder sowas. Also das ist eine ganz neue Krankheit, ist hoffentlich nicht ansteckend. Jedenfalls ist das Bildmaterial halt billig gefilmt mit einem Handy. Und ich würde mal behaupten, man hat hier einfach, wo man die Rede von der Lang gefilmt hat, vergessen, beim Klatschen mal ins Publikum zu schwenken, dass man da halt auch Bildmaterial hat. Und dann hat man sich gedacht, na okay, wir haben ja noch mehr abgefilmt, wo wer anders eine Rede gehalten hat, nehmen wir halt dieses Geklatsche. Und dann ist dem Schneidefritzen wahrscheinlich aufgefallen, da hockt die Lang. Das könnte ja auffallen, also müssen wir das möglichst kurz reinschneiden. Also wirklich so kurz, dass man es wirklich fast kaum mitkriegen kann. Und glücklicherweise gab es eine Stelle, wo sie dann gerade auch weggeguckt hat. Ich meine, vielleicht hat da irgendwer was gerufen, dass sie da hingeguckt hat. Kann natürlich aber auch sein, dass der Kamerafritze gesagt hat, weil es ihm da schon aufgefallen ist, Ricarda, guck mal weg, ich brauche noch Schnittmaterial. Oder ich will es mal so sagen, dass dem Schnittfritzen nicht aufgefallen sein will, dass da ja die Lang sitzt und man das eigentlich nicht nehmen könnte. Spricht schon halt dafür, dass diese Stelle so kurz ist, dass man es hoffentlich möglichst nicht mitkriegt. Und da fragt sich halt, warum hat man nicht einfach darauf verzichtet, diese Stücke da reinzuschneiden? Hätte sowieso keiner mitgekriegt. Also dieses wild und wirr zusammengeschnittene Zeug da, wo es ständig um was anderes geht, von dem sie erzählt und du dann Bildmaterial siehst, wo du denkst, was hat denn das mit dem Gesülze gerade zu tun? Also zum Beispiel das, wo sie da sitzt und klatscht, da geht es gerade um Weinbauern, wo dann halt nach dem Klatschen kurz danach Weinbauer zu sehen sind und davor auch was anderes. Also da fragst du dich, Oder sagen wir es mal so, um was für eine Rede es sich da handelt, wo sie auf der Bühne steht und wofür da geklatscht wird, wird halt auch gar nicht ersichtlich. Scheinbar ging es um Rechtsextremismus, das kann man beim Fokus nachlesen, also spekuliere ich, dass es so eine Art Rede in der Richtung war, wegen dieser Gewalt gegen Politiker, bla bla, wobei sie sich da wahrscheinlich nicht für AfD-Politiker eingesetzt hat und die Gewalt, die gegen die gerichtet ist, weil die ist ja eigentlich so, ich sag mal so, landläufig bei den Grünen gern gesehen, wenn man, naja, ich muss es nicht weiter ausführen. Jedenfalls das Bildmaterial, wo man Ricarda im Zusammenhang mit dieser Rede da sieht, welche es auch immer sein mag, ist so kurz, dass es irgendwie wie einem gar nicht so auffällt und man gar nicht weiß, was soll das jetzt eigentlich? Aber es ist natürlich kurios, dass wenn man genau hinguckt, sich da im Endeffekt tatsächlich eine Fälschung verbirgt. Und dass diese Stelle da denn eben so kurz und knapp ist, in der Hoffnung, es fällt nicht auf, dass da Ricarda Lang sitzt, ist halt schon kurios. Ich meine, wer ist auf die blöde Idee gekommen zu denken, dass das keiner merkt?
Weil, wie gesagt, das hat ihn gefilmt. Und selbst wenn das der Fritze, der es geschnitten hat, nicht gefilmt hat, dann hat er sich ja das Material angucken müssen und wird festgestellt haben, nicht so ideale Stelle. Ansonsten hätte er es ja nicht so kurz gemacht. Ich meine, es gibt ja Stellen im Video, die sind wesentlich länger. Wobei bei diesem Schnipselhaufen, den man da sieht, ist von Länge vielleicht nicht das richtige Wort, das zu nehmen. Aber es spricht halt schon, ich sag mal, Bände, wie man hier bei sowas Belanglosem wie so einem Instagram-Video schon meint, man müsse da so eine Fälschung draus machen. Ich meine, letztendlich ist das jetzt nichts groß Tangierendes, weil wer guckt sich das an und merkt tatsächlich von grüner Wählerseite, dass da überhaupt geklatscht wurde. Weil, wie gesagt, ich musste mir das, glaube ich, 5-mal angucken, bis ich überhaupt gemerkt habe, dass es da so eine Stelle gibt. Ich wollte schon in den sauren Apfel beißen und mir die anderen Instagram-Videos von Ricarda Lang angucken, dass ich halt dachte, da gibt es da noch ein anderes Video. Aber nee, das muss es tatsächlich sein. Kurzum, um die Frage zu beantworten, nein, nicht die Frage mit dem Klon und Melmark, das war jetzt einfach nur provokant und lustig. Nee, war es eine Fälschung oder einfache Inkompetenz? Ich würde sagen, es war sogar beides. Und wenn wir gerade beim Thema Grüne und Fälschen sind, ich hatte ja ein Video dazu gemacht bezüglich der grünen Politikerin, die da angegriffen wurde, wo so ein Riesentheater drum gemacht wurde. Ich hatte mir das mal ein bisschen genauer angeschaut und festgestellt, dass dann da doch sehr inszenierischerweise von der Presse man tätig war, um das hier nach was aussehen zu lassen, was es am Ende nicht so ganz so wirklich ist. Aber genaueres dazu in dem Video, wie hier die Grünen zusammen mit der Presse schon so Bildmaterial faken, um groß sozusagen Skandal schieben zu können. Link dazu natürlich auch in der Videobeschreibung. Wäre schön, wenn man da reinschaut, weil das wäre ein Thema, was man vielleicht doch ein bisschen, ich sag mal, was ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen sollte. Übrigens bezüglich Grüne und Fälschen habe ich jetzt noch ein paar Videos in der Hinterhand. Da gibt es wirklich ganz viele lustige Themen, die aber leider nicht so groß werden oder auch da, wo ich sag mal sozusagen man sich dann aufregt, das dann auch ein bisschen falsch oft darstellt. Aber das wäre eine andere Geschichte. Was will ich aber damit eigentlich sagen? Ich will damit sagen, wenn man bedenkt, bei welchen im Endeffekt Belanglosigkeiten man hier im Endeffekt sinnlos eigentlich fälscht, nur in der Denke halt, das sieht dann irgendwie als Bildmaterial gut aus oder wirkt gut und dies und das. Ist halt dann die Frage, wenn bei so einer Belanglosigkeit, wie ob da nur wer klatscht oder nicht und ob man die Szene drin hat oder nicht, wenn man da schon dazu tangiert, das zu fälschen und zwar in einer Art und Weise, wo man hofft, es kommt nicht raus, dann spricht das ja leider dafür, dass bei dem Grünen noch ganz andere Sachen gefälscht werden. Und da ist dann die Frage, was kommt hier noch auf uns zu? Wo wurden Sachen gefälscht, was nur halt noch keiner gemerkt hat, was nicht rausgekommen ist, wo man es nicht mitgekriegt hat? Ja, was ist da quasi praktisch noch im Busch? Und naja, wie der regelmäßige Zuschauer bei meinen Videos ja weiß, bin ich absolut kein Freund von Hetze oder sinnloser Hetze oder übertriebener Hetze, bla bla bla. Aber man muss es hier schon sagen, es spricht alles dafür, dass das gefälscht wurde. Und das macht halt keinen guten Eindruck, sondern es ist eher das Gegenteil. Und ich bin jetzt kein Freund davon, unnötig auf den Grünen rumzuhacken. Aber wenn man halt hier sowas macht, dann braucht man sich nicht wundern, wenn denn dadurch bei den Themen, wo die Grünen auch mal recht haben, ja, das gibt es tatsächlich auch, die haben auch ab und zu mal recht, die können nun nicht alles falsch machen, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, aber man diskreditiert hier insgesamt sich selbst, wenn man sowas macht, weil die Leute sich zu Recht dann sagen, na, wer wegen so ein Quatsch schon fälscht, wer hat da noch was anderes gefälscht? Und das ist ja das Problem dahinter. Übrigens gibt es auch von diesen sogenannten Faktencheckern noch keine Reaktion, beziehungsweise habe ich nichts gefunden. Kann ja auch sein, dass ich übersehe. Falls ich da was übersehen habe, gerne Link in die Kommentare rein zu was entsprechenden. Aber da ja die Faktenchecker noch nicht angesprungen sind, ist halt dann noch die Frage, werden die überhaupt anspringen oder werden die zu der Sache schweigen? Oder wollen wir es noch ein bisschen übertreiben? Wird denn Ricarda Lang öffentlich ein Statement von sich geben und wird sagen, ja, tut mir leid, da ist jetzt hier ein Fehler passiert, wir löschen das Video, nehmen das zurück, wir gestehen ein, das war nicht richtig, das hat der entsprechende Mitarbeiter ohne unser Wissen so entschieden, uns war das nicht bewusst, wir möchten sowas nicht. Das wäre eine adäquate Handlung dahingehend, aber ich denke mal, das wird nicht passieren, weil man sich denkt, oh, das kriegt sowieso kein anderer groß mit. In diesem Sinne sollte man vielleicht dafür sorgen, dass doch mehr Leute von sowas mitkriegen. In diesem Sinne,
Tschüss und bis bald.